Also Leute, jetzt kommt's. Jetzt kommt sie. Die Frau, um alle wichtige und richtige Männer in diesem Stück kämpfen. Secretly gewinnt sie auch. Wir haben unsere Momente auch. Also wenn ich kurz erzählen darf, also eigentlich Quincy kommt ja, um Lucy zu heiraten. Aber Lucy gibt ja den Korb. Nimmt den Arthur. Und ich merke eigentlich, sie ist vielleicht auch zu klein für mich, zu zierlich. Aber da ist sie. Und dann haben wir unsere kleinen Momente aufgegeben. Aber sie ist leider schon vergeben. Hat sogar mehrere Interessenten, die sie haben wollen. Dann, was habe ich da für eine Chance? Ich werde sogar niedergestochen. Hinter der Bühne hast du eine Chance. Das ist jetzt auch Kamera. Super. Also, Leute, jetzt habe ich mal die wunderbare Roberta Valentini vor mir als Interviewsubjekt. Und ich freue mich riesig, weil ich kenne diese wunderbare Dame seit fast Anfang ihrer Karriere. Und da steigen wir jetzt gleich ein. Bleibt bei uns. Hallo Roberta, die erste Frage also, wer bist du und was machst du im Stück? Ich bin die Roberta Valentini, ich bin 7 Jahre alt und ich spiele die Mina Murray bei Dracula. Hast du nicht erwartet. Nein, es ist uns auch wurscht, wie jung oder alt du dich fühlst, weil das du bist wunderbar, zauberhaft auf der Bühne und ohne dich würde dieses Stück gar nicht funktionieren. Wer ist Mina eigentlich in dem Stück? Mina ist eine Frau, die sehr auf Tradition sich bezieht, also lebt. Also sie möchte gerne heiraten, sie möchte gerne Kinder, sie ist ihrem Verlobten treu und doch spürt sie irgendwie innerlich, dass da irgendwie was anderes in ihr schwelt. Irgendwie, aber sie entdeckt es so mitten des Stückes, entdeckt sie mehr und mehr und lässt dann ihren Gefühlen irgendwann halt ja, freien Lauf. Emanzipierte Frau. Aber es kommt schon mit Risiken und Gefahren, ne? Sich so loszulassen, oder? Ist es dir bewusst, als Mina, auf welche Reise du da einsteigst? Nee, am Anfang nicht. Also es ist wirklich nur ein Fühlen, dass irgendwas noch drinsteckt und sie geht dem nach und nach und entdeckt immer mehr von sich und von der Person, die sie wahrscheinlich eigentlich ist tatsächlich. Aber sie geht nicht von vornherein danach. Also sie entdeckt sich immer mehr und mehr. Mina Murray ist ja eine gigantische Gesangsrolle, finde ich zumindest. Also ich bewundere dich jeden Abend, wenn ich dir zuhöre und wahrscheinlich die ganzen Zuschauer, also wenn du auf die Bühne kommst, die schreien und applaudieren jeden Abend. Wo hast du so gut singen gelernt? Unter der Dusche. Ja, das kommt nicht so wie mein Kollege wahrscheinlich da irgendwo im Hotel. Das kann ich bloß nicht zeigen, also welches Hotel, vielleicht kann ich es verblenden. So lernt man singen. So lernt man singen, unter der Dusche, mit Queen. Ja, kommt fast hin. Sagen wir es so, ich habe schon, meine Mama hat immer gesagt, bevor ich gesprochen habe, habe ich gesungen. Also ich habe wirklich, mein Papa hat auch immer, wenn ich einen Song im Radio gehört habe, hat er mir immer die Schallplatte gekauft. Und hat sie dann immer aufgelegt zu Hause und dann habe ich immer gesungen und immer getanzt. Und ich wollte das schon immer. Ich kann das gar nicht so pauschal sagen, wann das angefangen hat. Ich wollte schon immer singen, immer. Und irgendwann habe ich in der Band angefangen und habe dann erfahren, dass man Musical studieren kann. Habe mein erstes Musical gesehen und war halt total hin und weg und dachte, das will ich machen. Und dann und so langsam, nach und nach kam dann und dann bin ich aufgenommen worden im dritten Anlauf an der Theaterakademie August Everding. Und dann habe ich 4 Jahre studiert und dann ging's los. Super, ne? Also wenn ich fragen darf, was war das erste Musical und wie hat sich angefühlt, dass du 2-mal Nein hören musstest, bis es zum 3. Mal gelungen ist? Das erste Stück, das ich gesehen habe, meinst du? Wo du dich verliebt hast in Musical. Das war Les Miserables in Duisburg. Da habe ich mich in das Genre verliebt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann habe ich das gesehen. Und ja, schönen Abend. Und, und 2-mal eine Absage zu bekommen, war in dem Moment vielleicht nicht cool. Also es hat sich schon irgendwie so wie eine kleine Niederlage angefühlt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das war das Richtige,
was passiert ist. Ich habe dann zwischendurch von der ersten bis zur zweiten Vorsingen habe ich dann eine Ausbildung gemacht als großen Außenhandelskauffrau und hat mich einfach als Roberta weitergebracht und deswegen bin ich dem gar nicht böse, dass es so gekommen ist. Wow, also bis hier den ganzen Tag Tor wieder weg sind und Transportautos erzähle ich dir. Das ist doch DHL, der mein Zara-Paket bringt. Ach so. Nee, das ist Edeka. Ich glaube, die Werbung dürfen wir jetzt nicht nieder oder reinschieben. Aber. Vielleicht ist es ja Piep, der mir Piep bringt. Auf jeden Fall. Das ist lustig, weil ich habe ja auch was studiert, bevor ich zum Musical-Darsteller wurde. Was also, denn? Ich habe tatsächlich BWL studiert an der Außenhandelswirtschaftshochschule. Boah, aussprechen ist auch schwierig. Aber ja, es fühlt sich wie eine andere Galaxie an. Aber es geht jetzt nicht um mich, es geht um dich. Aber es ist interessant von dir zu wissen. Das wusste ich nicht von dir. Ja, siehst du. Also, uns verbindet schon einiges. Ja, das stimmt. Okay, bring mich nicht aus der Fassung. Also, ich weiß noch, und wenn ich das erwähnen darf, ich weiß noch, wie ich dich auf der Bühne als Elphaba gesehen habe. Und Wicked ist eine meiner absoluten Lieblingsshows. Und das ist auch eine gigantische Frauenrolle. Mhm. Und erzähl mir ein bisschen und für die Leute, die zuschauen, wie ist es, solche große Rollen zu tragen und jeden Abend die Seele rausreißen und aus dem Leib zu singen? Wie sieht dein Alltag aus, wenn du solchen Rollen spielst? Ja, so bei Elphaba und bei Elisabeth zum Beispiel sah der Tag eigentlich eher so aus: Ausschlafen, frühstücken, Stimme schonen und abends wieder in die Show gehen. Die sind nicht zu unterschätzen. Also ich habe wirklich so viel von allen Rollen gelernt, am meisten bei Wicked, bei Elphaba, ob negativ oder positiv, das sei dahingestellt, das hat beides gute Effekte dann gehabt im Nachhinein. Ich habe dadurch gelernt, achtmal die Woche die gleiche Leistung zu bringen. Ich habe gelernt, in den Szenen immer mehr und mehr zu entdecken, was man da noch spielen kann. Ich habe gelernt, was man nicht machen sollte. Muss man so sagen einfach, ne? Sag uns, was sind die Go's und No-Go's sozusagen? Also die No-Go's: trinken, rauchen, nicht schlafen. Das sind eigentlich wirklich bei solchen Rollen die absoluten No-Go's. Ja, würde ich jetzt so sagen. Aber ja, ich habe viel gelernt. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe es genossen, ich habe es auch mal gehasst. Aber alles in einem, eine mega geile Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und ja. Was fasziniert dich an Dracula? Dracula, dieses Mystische, das ist ein Thema, das bei mir eigentlich nie richtig angekommen ist, bin ich ganz ehrlich. Ich habe nie Twilight gesehen. Tanz der Vampire habe ich, glaube ich, schon 7-mal gesehen, aber da auch, um einen Kollegen halt eben zu bewundern. Aber das Thema Vampir ist nicht so bei mir, bei Roberta. Deswegen fand ich es schon interessant, da jetzt mal mit dem Stück da ein bisschen nachzugehen. So, um was geht's da? Ist Knoblauch wirklich ein Heilmittel, dass man da geschützt ist? Oder Weihrauch oder Weihwasser? Das sind alles irgendwie Sagen. War interessant zu erforschen, tatsächlich. Aber das Thema ist immer noch nicht meins, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber es macht unheimlich Spaß, in diese andere Welt einzutauchen, eine Welt, die ich nicht kenne. Und jeden Abend ist es halt irgendwie was anderes, Mystisches da. Und das begeistert mich einfach an dem Stück. In dem Stück drin sehe ich eigentlich nicht den Vampir, in den ich mich verliebe, sondern einfach in die Seele, in die ich mich verliebe. Deswegen ist, glaube ich, für mich als Mina der Vampir so nebensächlich. Also mir ist egal, wer er ist. Also er kann ein Bauarbeiter sein, er kann ein Vampir sein, er kann ein Straßenköter sein, keine Ahnung, irgendwas. Es ist einfach diese Seele, die mich irgendwie fasziniert, und das Vampirsein ist irgendwie so ein bisschen nebensächlich. So sehe ich es im Stück drin auf jeden Fall. Und ich glaube auch bei Dracula, also das habe ich auch mit Thomas auch so über die Rollenarbeit auch ein bisschen gesprochen. Warum verliebt er sich gerade so krass in die Mina? Und wir haben dann einfach wirklich für uns auch gesagt, es ist einfach diese Seele, in der er sich verliert, und diese Seele ist in mich hinübergegangen. Und das spürt man dann auch. Und das haben wir so in der Rollenbesprechung mal für uns einfach mal so
mal gesagt und mal für uns so, ja, es hat sich gut angefühlt und so haben wir es auch dann eben umgesetzt. Ob das jetzt natürlich rüberkommt über die Bühne, das weiß ich nicht, aber für uns fühlt sich einfach diese Story mit der Seele einfach total richtig und gut an und deswegen haben wir es so angelegt. Was glaubst du, wie geht dann diese Ehe weiter mit Jonathan? Ich glaube wirklich, dass Mina den Jonathan aufrichtig liebt, also wirklich aufrichtig liebt. Und sie haben sich auch, das haben wir auch mal besprochen, der Philipp, der den Jonathan spielt, haben wir auch mal erzählt er mir, was in dem Schloss passiert ist mit den Vampiretten. Erzähle ich ihm von Dracula. Irgendwas ist passiert und das haben wir uns schon erzählt, aber in die Details sind wir nicht gegangen, weil er hat ja mich im Prinzip betrogen und ich betrüge ihn ja auch irgendwie. Also es ist schon eine Liebe da, definitiv, die durch Höhen und Tiefen geht. Und als Mina tut es mir auch weh, ihn zu verletzen am Ende und mich halt eben dann für meine Begierde zu entscheiden, für diese Seelenverwandtschaft zu entscheiden. Aber da hat sie einfach auf sich gehört und hat für sich entschieden, was für sie richtig ist. Also es ist nichts gegen Jonathan, glaube ich nicht. Also das habe ich als Mina nie so gesehen. Es ist nichts gegen Jonathan. Es ist eigentlich eher eine Entscheidung, die Mina getroffen hat für sich. In anderen Worten, das Leben ist voller Licht und Schatten. Also definitiv. Gute und schlechte Dinge. Definitiv. Okay, zum Schluss die typische Fragen eines Musical-Darstellers. Und eigentlich, hier haben auch viele Leute gefragt unter den Comments, ich soll mal die Leute fragen, was waren die ersten Jobs ihres Lebens? Was war dein erster Job nach der Ausbildung? Mein erster Job nach der Ausbildung? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Elisabeth in Thun war oder Anna Tefka in Braunschweig. Eins von den beiden war, ich glaube, es war Thun. Ich müsste meinen Lebenslauf reinschauen. Eins von den beiden auf jeden Fall. Ich war die Hava in Anna Tefka am Staatstheater in Braunschweig und war in Thun bei der freien Inszenierung von Elisabeth, die Gräfin Esterhazy und alternierend Elisabeth. Und nach all diesen tollen Rollen, die du schon bereits gespielt hast, was wünschst du dir vom Showbiz? Was würdest du mal gerne spielen? Ehrlich gesagt bin ich wunschlos glücklich. Also bin ich ganz ehrlich, ich verspüre so eine Dankbarkeit, dass ich meine Lieblingsrollen bereits spielen durfte. Wenn es noch ein Stück gibt, wo ich gerne mitmachen würde, ist tatsächlich Les Miserables. Es ist so irgendwie, ich habe damit angefangen, ich habe es als Amateur in Nürnberg gespielt. Das war mein erstes Stück 2000 als Eponine und ich will, dass sich so ein Kreis irgendwie schließt. Und das wäre noch so das Stück, wo ich glaube ich dann einfach so, okay, jetzt kann alles passieren. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Das wäre, glaube ich, noch so ein Wunsch. Super. Letzte Frage. Ich glaube, wir dürfen schon sagen, du gehörst zu den Big Names in Deutschland. Und wenn du einen guten Ratschlag den jüngeren Menschen oder halt diejenigen, die jetzt gerade frisch aus der Schule kommen oder nach Corona nochmal diesen Beruf sich überlegen. Was wäre dein Ratschlag für Mädchen, die verliebt in Musical sind? Die Leidenschaft nicht zu verlieren, definitiv. Aber das, ich finde, was das absolut Wichtigste ist für mich persönlich, das Konkurrenzdenken ausschalten. Also es bringt nichts. Es bringt einfach gar nichts. Es ist einfach, ich habe meine Kolleginnen tatsächlich immer als Motivation gesehen, auch eben auf diesen Level mit aufzusteigen und nicht als warum die, warum nicht ich. Es wird schon einen Grund haben, warum die und warum nicht ich. Also ob es jetzt die Nase zu groß oder die Füße zu groß sind, man weiß es nie. Man weiß nicht, was der Regisseur sucht oder möchte. Es hat nie was Persönliches mit einem zu tun, sondern wirklich das, was der Regisseur in seinem Kopf, in seinem Bild hat von der Person, von dem Typen, was die Seele dem Regisseur gibt, der Charakter. Manchmal ist es auch nur ein Lächeln, das manchmal entscheidet. Und deswegen nicht persönlich nehmen und nicht sagen, warum die, warum nicht ich. Es hat immer einen Grund, sondern eher wirklich es positiv nehmen und eine Motivation daraus zu machen, dahin zu kommen. Ja, ich hoffe, es war verständlich. Für mich ist verständlich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also was ich hier raushöre, ist tatsächlich, dass man an sich hart arbeiten soll, ja. Nicht Konkurrenz sehen soll, sondern einfach schauen, wie kann ich besser werden. Genau. Und lustig, das habe ich dir noch nie gesagt, aber genau so denke ich auch.
ich denke auch jedes Mal, was hätte ich noch machen können? Natürlich, es ist ein subjektives Geschäft, in dem wir leben, aber trotzdem, man muss wirklich die Arbeit reinstecken. Ist so. Das ist, wie gesagt, es bringt nichts, wenn eine Kollegin einen Job bekommt. Warum sollte ich sauer auf sie sein? Sie hat sie nicht entschieden. Sie ist zum Vorsingen gegangen, wie ich auch, wie jemand anderes auch. Der Regisseur, der Choreograf, alle, die da vorne sitzen, die entscheiden am Ende. Warum sollte ich sauer auf die Person sein, die dieses Stück bekommen hat? Also, hast du jemals erlebt, dass jemand dir neidisch war oder irgendwie dir gegenüber sauer war? Ja, definitiv. Also es gab auch Momente, wo dann Kolleginnen oder auch nicht mit mir gesprochen haben oder wenn ich zur Audition gekommen bin, dass dann so ein Blick war so, das kann man auch ruhig sagen, also das habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber ich muss da auch wieder sagen, ich habe es eher positiv genommen, weil ich dachte, ja, das habe ich mir halt erarbeitet, ne? Ja, das ist schon so. Es ist so. Ich muss dazu sagen, mein Papa hat mir da auch, ich weiß noch, das Vorsingen bei Wicked. Pia Daus war direkt vor mir dran. Die waren direkt vor mir dran. Und dann dachte ich so, na toll, jetzt muss ich nach Pia Daus da singen gehen. So. Und ich rufe meinen Papa an, Papa, die Pia Daus ist da und die hat jetzt vor mir vorgesungen. Jetzt soll ich da reingehen und so. Und die ist da und die ist da. Und dann sagt mein Papa, du denkst, die ist da und die ist da und die ist da. Und die andere denkt, oh scheiße, die Roberta ist ja da. Und so habe ich es nie gesehen gehabt, weil ich habe immer alle so gesehen, aber nie daran gedacht, dass vielleicht auch andere durch mich eingeschüchtert sind. Das war schon so ein Change bei mir im Kopf einfach. So. Ja, Kopf auch. Hervorragend. Muss ich es beenden, bevor es beginnt? Aber erfahren, du unterrichtest auch, ne? Richtig. Also wenn man von dir persönlich lernen möchte, wo findet man dich eigentlich? Darf man das sagen? Klar, ich bin an der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg. Gestern haben mich auch zwei meiner Schülerinnen besucht. Und wie war das? Es war komisch. Also ich habe total genossen, dass sie da sind, aber ich habe nur daran gedacht, hoffentlich mache ich alles das, was ich denen immer predige in der Schule. Mund aufmachen, Gefühl nachgehen, sonst irgendwas. Also sie meinten beide, es war nicht schlecht. Hab ich das ganz gut gemacht. Nur für deine Liebe will ich sterben. Nur weil ich dich liebe, aus Liebe. Also ich darf dir jetzt sagen, ich werde hier wahrscheinlich auch ein paar Fotos reinschneiden von gestern, wie bei Florian auch. Und ich habe von den Seiten zugeschaut, weil ich natürlich auch Florian ein bisschen unterstützt habe. Da hat mich auch sehr viel unterstützt mit meinen Auditions und überhaupt als Cover von Helsing. Wir üben viel zusammen. Und wie du spielst jeden Abend, ich sehe da jeden Abend 100% und du warst gestern so offen und so frisch für den Cover und das war wirklich schön zu sehen. Es ist einfach spannend, wenn andere Kollegen geben anderes Gefühl, anderes. Also es ist ein Angebot und Annehmen. Ich kann das nicht als Roberta und auch als Darstellerin nicht meinen Stiefel abspielen. Das funktioniert nicht. Da würde ich mich richtig, richtig doof fühlen. Und ich habe das genommen, was Florian mir gegeben hat, was Yoshi mir gegeben hat. Und das genutzt und auch für mich dann eben neue Farben entdeckt. Das ist ja das Spannende daran. Man entdeckt immer wieder durch andere Angebot und eben Annahme, entdeckt man auch andere Seiten der Rollen. Und das finde ich halt so spannend. Ach Mensch, wir sind in so vielen Bereichen ähnlich. Es wird Zeit, dass ich dir einen Heiratsantrag mache in diesem Stück. Mal gucken, was Dracula dazu sagt. Babe, ich mach Fake, ich nehme ihn an, aber ich liebe dich. Danke, Roberta. So, das waren wir hier. Tschüss und wir gehen weiter. Bleibt bei uns.